Herzlich willkommen hier zu einem Tutorial vom Crafter 5000, heute zum Plugin World Edit. World Edit ist eben ein Plugin für den Multiplayer, aber auch im Singleplayer erhältlich. Man kann mit diesem Plugin sozusagen die Welt editieren und Blöcke sehr schnell verändern. Ich habe mir hier mal so eine kleine Fläche gemacht und jetzt zeige ich euch schon mal den wichtigsten Befehl, und zwar ist das //vent. Vent heißt übersetzt Zauberstab und das erstellt euch so eine Axt hier, eine Holzaxt, die man sonst zwar wenig braucht, deshalb liegt dieser Befehl eben auf der Holzaxt. Hier steht schon, mit dem Linksklick macht man die erste Position und mit dem Rechtsklick die zweite Position. Ich setze jetzt hier einfach mal die erste Position und jetzt hier einmal eine zweite Position. Jetzt leuchtet hier schon so ein Bereich auf. Das ist jetzt aber nur ein Add-on, das ich euch noch verlinken werde. Dann kommt eben dieser Bereich, das zieht ihr euch einfach in die Minecraft.jar, aber da gibt es gute Videos zu, die euch das erklären. So, jetzt habe ich hier so einen Bereich ausgewählt. Da hinten ist die Position 1 und hier die Position 2. Dazwischen entsteht dieser Bereich. Und jetzt zeige ich euch den Befehl //set und dann denkt man sich ein Material aus. Man denkt sich ein Material aus, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt. Man nimmt zum Beispiel ein Material, zum Beispiel 1, das ist in diesem Fall Stein. Dann drückt man Enter, Set 1, immer mit //. Und hier sieht man schon, hat man so eine kleine Steinfläche erstellt. Die macht man rückgängig, indem man Undo schreibt. So, Undo, //, Undo. Und es gibt natürlich auch noch einen Gegenbefehl zu Undo. Ja, jetzt ist es weg. Nicht wundern, wenn ich mal kurz rausgehe, damit es nicht allzu schlimm ruckt. Und es gibt einen Gegenbefehl zu Undo, und zwar, das ist dieser Redo-Befehl. Und zwar der Redo-Befehl, ich mache den mal kurz, Redo, lässt das wieder erscheinen, was man rückgängig gemacht hat. Das sieht man jetzt hier. So, man kann diese Position, ich mache nochmal schnell Undo, auch anders setzen als mit dieser Spitzhacke. Und zwar, wenn man sich auf den Boden stellt und //pos, keine Leertaste dazwischen, einschreibt. Damit setzt man die erste Position, läuft mal ein Stück weg und schreibt POS 2. Die Position wird da gesetzt, wo halt die Beine von der Minecraft-Figur jetzt in diesem Fall sind, also hier. Jetzt laufen wir mal schnell aus diesem Bereich raus und schreiben wieder Set 1. Das geht eben ebenso, wenn man die Position so setzen will. Jetzt zeige ich euch einen Befehl, der es euch ermöglicht, sozusagen Wände zu bauen. Wir setzen wieder unsere erste Position, unsere zweite Position. Fliegen wir mal ein bisschen hoch und machen hier Post 2. Und jetzt sieht man hier diese Region, die dort ausgewählt wurde. Und jetzt schreiben wir //walls. Denken uns wieder ein Material aus, nehmen wieder die 1 und drücken Enter. Jetzt haben wir hier sozusagen, ich nehme mal kurz das rote Raster weg, so. Jetzt haben wir uns hier sozusagen solche Wände erzeugt. Damit kann man dann zum Beispiel super ein Haus bauen. Jetzt könnte man hier einfach mal, mache ich mal schnell, das sieht jetzt zwar nicht schön aus. Und hier die zweite Position. Und jetzt sieht man, leuchtet das da wieder auf. Man kann wieder mit dem Set-Befehl arbeiten. Und schon hat man sich hier so etwas erstellt. Natürlich ist das auch einfacher möglich, und zwar mit einem Befehl, der sich Outline nennt. Den benutzen wir jetzt mal kurz. Wir machen uns hier eine Position, fliegen ein bisschen hoch, schreiben Post 2 und machen jetzt Outline und denken uns wieder ein Material aus. Wir nehmen wie immer die 1. Und jetzt hat man hier sofort so einen Quader sozusagen erstellt, der innen hohl ist. Finde ich ganz praktisch, den Befehl. Jetzt machen wir Undo wieder, um die beiden Dinge rückgängig zu machen, können wir hier hinter eine 2 setzen. Und es werden halt, na nun, Undo 2. Ja, jetzt ist es weg. Eigentlich dürfte das beim ersten Mal gehen, haben wir wohl 3 Dinge gemacht. Ach, das Dach war ja noch, das hatte ich vergessen, ja. Und wie immer mit dem Gegenbefehl Redo geht das eben auch. So, zum Positionssetzen möchte ich euch noch etwas erzählen, und zwar könnt ihr diesen Auswahlbereich auch noch beliebig verändern. Wir setzen jetzt einfach mal so eine Position und schreiben jetzt expand. Das ist ein Befehl, mit dem man diesen Auswahlbereich verändern kann. Und zum Beispiel jetzt eine Blockanzahl, 4 Blöcke,
Leertaste U. Also eben vier Blöcke wird nach oben erweitert. Wir drücken Enter und siehe da, es wurde vier Blöcke nach oben erweitert. Außerdem gibt es den Befehl Expand Word Vertikal oder so. Damit kann man die Region von ganz oben, von der obersten Baugrenze bis zur untersten Grenze halt markieren. Hier sieht man, unter der Erde geht das noch weiter bis zum Bedrock eben runter. Ja, das finde ich wirklich sehr nützlich, zum Beispiel beim Protecten. Dort könnt ihr euch später auch noch das Video, wie benutzt man WorldGuard, von mir anschauen. So viel nochmal zu diesen Expand-Befehlen und man kann ebenfalls, ja, jetzt die Copy-Befehle. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch wieder Stein einsetzen. Das ist jetzt zwar ganz schön Arbeit für den Server, aber er schafft das. Und jetzt hätten wir hier zum Beispiel Stein eingesetzt. Und es gibt einen Befehl, und zwar Set. Und jetzt nehmen wir mal als Material 0. Man könnte auch R, also Himmel, nehmen. 0 ist sozusagen das Material nichts, Luft. Wir drücken Enter. Und jetzt ist alles wieder weg. So kann man zum Beispiel Bereiche markieren und dann ist alles weg. Jetzt haben wir hier nach unten ganz schön weit noch runter protected. Jetzt sage ich schon protected. Mal kurz hier rüberfliegen, damit wir hier nicht reinfallen, denn dann fällt man wirklich unter das Bedrock. Und das überlebt man ja eben nicht. Oh, das ist ja fürchterlich gerade. Nicht wundern, dass ich raus reingehen muss. So, Position 1. Position 2. Und jetzt machen wir Set 2. 2 ist Gras, gibt es eben nur im Creative-Modus. Und jetzt fallen wir hier erstmal vorläufig nicht mehr runter, was ich ganz witzig finde. Ah, guck mal, der schöne Turm. Ja, gut. Jetzt zeige ich euch die Befehle, die Stack-Befehle. Oder erst die Pyramidenbefehle, ja. Es gibt nämlich einige vorgefertigte Strukturen bei WordEdit. Und zwar zum Beispiel die Struktur H-Pyramid. Und zwar ist das sozusagen eine hohle Pyramide. Wir denken uns ein Material aus. Nehmen wir jetzt zur Abwechslung mal Sandstone. Da weiß ich jetzt die ID gar nicht. Und nehmen eine Größe, einen Umfang. Da würde ich euch raten, nicht zu groß zu nehmen. Eigentlich nehmen wir mal 20. Das ist schon ziemlich groß. Und jetzt habe ich es auch noch falsch geschrieben. H. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. H und dann halt wie Pyramide. So. Sand. Ja, ich schreibe leider ein bisschen langsam Sandstone. Und wir nehmen wieder eine Größe 20. Und da sieht man auch schon, 1600 Blöcke wurden gesetzt. So groß ist diese Pyramide. Das hätte man alles mühsam sonst selbst machen müssen. Und so sieht das dann aus. Und wie immer rückgängig mit dem Befehl Undo. Dann gibt es noch eine Struktur, die ich auch sehr nützlich finde. Und zwar ist es eine Sphere, also eine Kugel. Die können wir jetzt hier direkt auch gleich mal in der Luft machen. So. Und zwar geht die so. H ist Pier. So, H ist Pier. Dann nehmen wir wieder ein Material. Jetzt nehmen wir wieder die 1. Und eine Größe nehmen wir jetzt 20. Ist mir ein bisschen zu groß gewesen. Machen wir mal 15. Und schon wieder falsch geschrieben. Ja, so wird das nämlich richtig geschrieben. HSP Heere sozusagen. HSP heißt das eigentlich. So, gut. Material 1, Größe 15. Und das waren sogar noch ein paar mehr Blöcke, denn diese Kugel ist ganz schön groß, wie man hier sieht. Das sind so die beiden hauptvorgefertigten Figuren, die ich sehr gerne nutze. Und jetzt zeige ich euch einmal die Befehle, wie kopiert man etwas. Und es gibt einen schönen Befehl, und zwar slash, slash, snow. Der erzeugt unter euch eine Schneefläche und da steht dann auch let it snow. Und man kann das auch noch beliebig vergrößern. Immer slash, slash, snow. Und jetzt nehmen wir mal 100. Hat zwar nicht geklappt, ich glaube. Ah, doch. Ah, das war ganz schön viel. Und so erzeugt man sich sozusagen fast so seine eigene Schneewelt. Und das war jetzt schon ganz schön viel für den Server. Aber er hat es geschafft. Gut. Und hier machen wir auch nochmal Undo. Und jetzt zeige ich euch die Befehle zum Kopieren. Wir erstellen uns jetzt einfach mal eine Struktur. Wir machen mal hier wieder Set. Set. Oh, Set 1.
da der Bereich noch markiert ist, können wir uns hier einfach mal in die Ecke stellen. Es geht auch mit größeren Häusern eben, bloß dass man alles markieren muss. Schreiben /copy. Dann steht da Blocks kopiert. Und jetzt machen /paste, einfügen. Und dann wurde das auch schon eingefügt. Man kann das auch abspeichern, das ist jetzt neu, das weiß ich leider noch nicht so richtig, wie das geht, aber ich glaube, das geht so. Schematik. Save, dann sucht man sich ein Dateiformat aus. Ich nehme immer MCE, das ist so ein Schematikdatei, Abspeicherformat. Und jetzt nennen wir das einfach mal Test. Und dann sieht man, ist das gespeichert im Ordner von WorldEdit. Kann man denn das nachlesen, die Schematik angucken und sie zum Beispiel an andere senden. So können zum Beispiel ganze Gebäude in andere Welten übertragen werden. Gut, jetzt zeige ich euch den Befehl, die Help-Befehle. Das ist eigentlich nur /help. Und dann seht ihr hier eigentlich alle Befehle, die ihr mit WorldEdit benutzen könnt. Das sind eigentlich ziemlich viele, wie ich finde. Und jetzt zeige ich euch einmal kurz die Waschfunktion. Gut, dazu braucht ihr einen Stick. Den holen wir jetzt mal kurz aus Creative Inventar. Man braucht ja Stick zum Glück eigentlich nicht so viel, deshalb liegt dieser Befehl auch auf dem Stick. Und jetzt nimmt man den Stick in die Hand und schreiben wir /br. Man könnte auch Brush in diesem Fall schreiben. Aber das muss man nicht. Wir machen es einfach mal. BR kann man es auch abkürzen. Und wir nehmen jetzt einfach mal wieder dieses Bier. Und dieses Bier ist eben diese Kugel. Denken wir uns mal ein Material aus. Nehmen wir mal die 1, also den Stein. Eine Größe von 0 bis 4. Nehmen wir mal die 3. Und jetzt könnten wir hier sozusagen so etwas waschen. Wir machen jetzt mal wieder Undo 4. Und jetzt ist das auch schon wieder weg. Man kann da zum Beispiel auch Luft einfügen, was ich sehr nützlich finde. Jetzt legen wir mal hier einen anderen Brush-Tool drauf. Und zwar /br. Das ist das Smooth-Tool. Mit diesem Smooth-Tool gibt es so langsame Abglättungen der Kanten sozusagen, die meist sehr hässlich aussehen. Und jetzt nehmen wir hier mal wieder eine Zahl, einfach mal die 2 genommen und die 3. Die 3 sagt die Größe und die 2 ist eigentlich das Gras. Jetzt suchen wir uns mal eine Kante. Die ist ziemlich steil und man sieht, ja, man sieht es ganz gut. Hier wird eben etwas geplättet. Die Landschaft wird schöner gemacht und ist nicht mehr ganz so steil. Und das geht eigentlich ziemlich einfach. Finde ich wirklich nützlich, hier so den Berg abzutragen. Denn es ist ziemlich schwierig, immer bei Minecraft diese reellen Formen hinzukriegen. Und man kann dann hier auch lang gehen. Und jetzt sieht es ja schon viel schöner aus alles. Wir machen uns jetzt einfach mal ein ganz kleines Steinhaus. Also Haus kann man das gar nicht nennen. Und jetzt setzen wir einmal wieder Material 1. Der Bereich markieren wir uns. So, und jetzt schauen wir in eine bestimmte Richtung und schreiben /stack. Dann wird das wiederholt sozusagen. Und wir nehmen jetzt einfach mal 4. Und jetzt sieht man wohl, dass 4-mal diese Steinfläche sozusagen wiederholt. Und man kann das auch mit einmal Undo wieder rückgängig machen. Das ist dieser Stack-Befehl, den finde ich auch noch ganz nützlich. Und damit möchte ich eigentlich schließen. Das sind so die Hauptbefehle. Und es gibt noch einen Befehl, ich glaube, der gehört zu WorldEdit, zumindest auf meinem Server funktioniert der. Und zwar Butcher und dann ein Radius. Wir sind jetzt gerade in den 8. ganz schön viel. Jetzt haben wir zum Beispiel 93 Monster getötet, alle, die in unserem Umkreis waren. Das gibt mit /Butcher, wenn das hier auf diesem Server ist. Ja. Gut, das war es eigentlich auch schon zu WorldEdit. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin erstmal tschüss und weiter die Videos gucken. Bis bald.